Oha, du hast mich erschreckt. Du wirst gleich verstehen, wieso, wenn du diese TM gesehen hast. TM 77 erhalten. Was? Ich versuche es dir in ganz einfachen Worten zu erklären. Angenommen, dein Gegner verwendet Härtner und erhöht seine Verteidigung. Wenn dein Pokémon jetzt Psycho Plus verwendet, erhält es die gleichen Verteidigungsverbesserungen wie der Gegner. Und das bezieht sich auch auf alle Statusveränderungen des Gegners. Einen haben wir noch. Ich nehme mein Noctu überall mit. Noct hat Tu nicht gewonnen. Wow. Hey. Hugelfänger Pamela. Megasauger. Also ganz so mega ist es ja dann doch nicht. Ich wechsle, glaube ich, mal kurz das Pokémon und gehe auf irgendwas Elektrisches. Gut. Ist verwirrt. I hate this. Und wehe, du schlägst sie selber. Gut. Das reicht noch nicht mal. Aber das reicht, um uns zu besiegen. Staraptor. Boah, ist das schlimm, wenn man müde ist. Ich lege mich danach auch noch erstmal ein bisschen hin und nehme den Speer das andere auf. Das ist ja... Wow. Wir haben unser Bestes gegeben. Das ist alles, was zählt, oder? Ja. Wo komme ich hin? Nicht weiter. Das ist schlecht. Ewig genau. Aber das Gute ist, dadurch, dass ich jetzt hier hinfliege, lande ich nochmal in einem Pokémon-Center. So. Oh. Gras. Mit Level 12 Pokémon. Okay. Hier kommen wir ja so einfach raus. Und hier kommen wir wieder rein. In den Kraterberg. Hi.
Heißt aber nicht, dass die Gegner einfach werden. Wenn hier welche sind. Weil zum Beispiel kommt man ja durch Stärke auch hier hoch erst, ne? Das wird ja dementsprechend auch angepasst, wenn man an bestimmte Orte erst jetzt kommt, dass dann trotzdem die Gegner dann auch so stark sind, wie das sich noch lohnt, wenn man dahin kommt, ne? Oh, hier ist nun Ball. TM 69. Steinpolitur. Also haben wir noch aktiv. Schon gerade gewundert. Da hoch kommen wir, aber hier hindurch nicht. Obwohl wir immer noch Stärke haben. Was ist wohl der Verursacher? Wir sollten einfach weiter gegen rennen. Oh. Da ist noch ein Item. Und wir kommen diesmal hier auch komplett durch. Pi. Aber ich glaube, das werden wir jetzt hier mit Megasauger eher vernichten. Ja. Ein Fluchtseil. Hier hoch kommen wir aber auch. Ist immer so die Frage, gibt es mehrere Wege? Was wäre der bessere? Aber das kann man halt auch immer nicht so sagen. Ein Klingplim. Sehen wir jetzt auch das erste Mal hier. Ich glaube aber auch Rasierblatt macht es eher kaputt. Ich hätte es was einfangen können. Ein Item. Und vorher ein Pokémon. Ja, nach einer Weile wird es ein bisschen nervig, wenn da mal wieder Pokémon kommen. Oh. Warum man hier nicht einfach drücken kann, einfach so willkürlich in der Luft. Mach mal aufluckern. Aber nein, das geht nicht. Jetzt kommen schon entwickelte Pokémon. Georock. Sternenstaub. Okay. Müssen wir hier hochfahren, um zu gucken, ob wir sowas finden.
Ich habe keinen Schutz. Ja, da ist ein Item. Maschok. Ich glaube, dass ich keinen Schutz habe. Ich könnte ja mal nachgucken. Machen wir es mal. Beute. Oh, super Schutz. Ich habe nichts gesagt. Wutsch. Oh. Ich muss da wieder neu raufdrücken. Ey. Egal. Pudersand. Pudersand. Ey. Da. Blubber. Den hier. Ich glaube, hier zu schwimmen bringt nicht viel. Dann nehmen wir lieber die ganzen Items mit. Und gucken, was hier oben noch so ist. Eine Treppe. Schutz wirklich nicht mehr. Einen hatten wir noch. Oh. Cool. Es schneit. Item. Eisheiler. Ich glaube, den kann man hier auch gut gebrauchen. Ich bin voll ausgerüstet und bereit, wann immer du loslegen möchtest. Astrainer Adriane. Schlappohr, okay. Server Erdbeben. So, das haben wir schon mal geschafft. Wie bitte? Ja. Nächster Trainer. Immer bereit, wenn die Pflicht ruft, jede Herausforderung anzunehmen. Das ist die Art und Weise eines Trainers. Trainers. Yeah. Astrainer Saskia. Ja, wir fangen an mit einem Entoron, das wir besiegen müssen. Wasser-Pokémon ist ja eigentlich ein Vorteil erstmal.
Da können wir ja hier mit Megasauger arbeiten. Auch wenn das nicht mal reicht. Gut, der Gegner wird immerhin auch getroffen. Nicht nur wir. Weil wir einen riesen Baum auf dem Rücken haben. Normalerweise dürfte das ja nun auch nicht so Schaden machen, so viel. Aber naja. Intoran will uns erstmal gießen. Wenn das so einfach wäre, ne, mit dem Gießen. Und nochmal Megasauger. Auch wenn es nicht viel ist. Fängt er doch an. Oder sie. Wenn man schon ein Geschlecht hat, ne? Die Saskia und das, die Intoran. Ist auch weiblich. Es hagelt. Es hagelt im Karton. Tong, 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 tong. Tor, tong, 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 tong. Weiter kämpfen. Wobei Ponita ist ein bisschen. Es hagelt im Karton. Autsch. So. Schnell besiegt das Ding. Wo es noch mehr Schaden anrichtet. Level 40. Und bums, besiegt. Oder nicht? Morlord. Tatsächlich, ich wechsle das Pokémon. Surfer. Aber es hätte auch keinen Sinn gemacht, das Pokémon nicht zu wechseln. Wow. Okay. Bums. Level 34. Wie enttäuschend. So, da wir jetzt nicht mehr so viel Zeit haben hier, werden wir jetzt einfach noch Pokémon heilen. Moment. Beutel. Tafel. Nein, hier. Lava Keks, Hypertrank, kann man nicht irgendwas Besseres, damit wir nicht gleich. Nee. Okay. Dann machen wir es halt so. Da.
So, und das war's dann auch wieder für heute. Wenn's euch gefallen hat, dann für alle auf YouTube kommentieren. Gerne Daumen hoch schreiben, falls man irgendwelche Verbesserungen machen kann. Und nicht, dass ich auf eurem Channel vorbeikommen soll, weil das ist dämlich. Wenn das jetzt unter dem letzten Part steht, wo ich das zum Schluss sage, dann Prostmahlzeit. Aber naja, so eine Leute gibt's leider immer. Wir sehen uns denn das nächste Mal wieder, ich denke mal nächste Woche hier auf Twitch. Bis dahin und tschüss.